Hallo, meine Lieben, seid herzlich begrüßt zu einem sehr schwierigen Thema. Heute, manche haben gesagt, ich habe wirklich Mut, genau solche Themen aufzubringen. Es ist die Tatsache, dass dieses Video eigentlich für die gemeint sind, die in Christus Jesus sind, die Jesus nachfolgen, die neugeboren sind. Und ich kann natürlich nicht immer über Liebe und Vergebung sprechen, nur, sondern ich möchte auch mal tiefer eingreifen in das Wort, um das verstehen zu können. Für diejenigen, die so weit sind, die nicht nur an Milch und an den Schnuller setzen, sondern auch schon harte Speise vertragen. Das, was ich heute mit euch hier durchgehen möchte, ist nicht leicht. Und ich bin überzeugt, dass ich werde wahrscheinlich auch feindliche Kommentare entgegennehmen müssen. Aber das ist eigentlich egal. Das ist die YouTube eigentlich gang und gäbe. Die Tatsache ist, man findet in dem Wort Gottes Widersprüche. Diese Widersprüche sind eigentlich keine Widersprüche, nur für diejenigen, die eigentlich den Ratschluss, den Plan Gottes, die Gnade und die Bündnisse nicht einordnen können. Und es ist schwierig, denn das Wort ist eins. Und dennoch ist es doch nicht eins. Ja? Wir haben alles in Jesus Christus und in Christus Jesus. Doch die Verheißungen sind unterschiedlich. Die Berufung ist unterschiedlich, obwohl es um an einen Person geht. Und das zu verstehen, ja, da braucht man wirklich Geist und Gebet, da braucht man die Leitung Gottes. Was aber Widersprüche bestätigen, sind leider die Christen. Denn wenn die Christen streiten und sich auseinandersetzen, hier genau öffentlich in YouTube, dann kann der Ungläubige, der das hört, nur eins sagen. Das Bibel ist voll mit Widersprüchen. Ihr seht doch, sogar die Christen sind sich nicht einig. Sie widersprechen sich gegenseitig, sie beißen sich, sie rupfen ihre Haare raus. Es geht bis ans Blut, ans Knochen. Und das finde ich schade. Denn wenn ich etwas nicht verstehe, dann soll es mir genauso gehen wie bei den Aposteln. Die 12 Aposteln haben Paulus nicht verstanden. So ganz. Aber die haben sich die Hände geschüttelt. Und wir finden nicht bei Jakobus oder Johannes, dass geschrieben ist, Paulus, der ist ihr Lehrer. Er ist gegen das Gesetz. Nein. Auch Petrus sagt, Paulus sagt schwierige Sachen, aber vertraut ihm, glaubt ihm, was er sagt. Denn sie haben erkannt, dass der Geist Gottes durch ihn spricht, wenn sie nicht verstanden haben, wieso er gegen Mose und das Gesetz spricht. Obwohl er nicht gegengesprochen hat, sondern er hat eine Botschaft, ein Evangelium von Jesus erhalten,
wo das Gesetz in dem sehr wirkungslos gemacht worden ist, weil Christus das erfüllt hat für uns und dass wir nicht mehr unter den Zuchtmeister dieses Gesetzes leben sollen. Es sind jetzt die letzten Kommentare, Geschwister, die mich gefragt haben, wie ist es mit der Tod, mit der Sünde, die zum Tod führt? Meine Lieben, lass mich erst auch so sagen. Jesus sagt deutlich, der gegen den Geist sich versündigt, also den Geist dämonisiert, Gottes Wirken als Dämon nicht sieht und bekennt auch, das ist eine Sünde, die nicht vergeben wird. Und ich weiß nicht, meine Lieben, wenn wir gegeneinander auftreten, könnten wir vielleicht nicht doch gegen den Geist sündigen? Deswegen sagt Paulus den Timotheus, in Liebe ermahnen. Und es ist so, wir können die Schrift prüfen und wir können den in Liebe ermahnen. Bruder, könnte es nicht sein, dass du falsch liegst? Das Richten ist etwas, was Gott tun soll und nicht wir. Deswegen sagt Paulus, wer bist du, dass du richtest den Knecht des Herrn? Wir haben die Erkenntnis in verschiedener Art uns gegeben worden ist vom Herrn. Und wenn wir auch etwas nicht so gleich verstehen oder nicht eine Meinung sind, sollen wir dennoch in der Liebe miteinander umgehen. Aber das ist hier in YouTube, aber auch in den, leider in den Gemeinden heute nicht mehr der Fall. So viel Feindschaft und Lieblosigkeit, wie heute in Reihen der Christentum ist es eine Schande. Wir reden über die Liebe, aber handeln schlimmer als die Ungläubigen. Meine Lieben, das Thema heute ist sehr wichtig und ich habe so eine Art Widerspruch, die ich eigentlich bringen will, um euch erklären, warum das kein Widerspruch ist. Es ist nur etwas, wo man falsch einordnet in den, aus dem Ratschluss Gottes und deswegen kann man es auch nicht verstehen. Und man frisst sich gegenseitig auf mit Sprüchen, ja, du musst und sollst und, denn es ist hier das geschrieben. Aber das, was hier geschrieben ist, muss nicht unbedingt das sein, was ich heute essen muss. Ja, ihr müsst so vorstellen, Gott hat mehrere Gefäße. Ja? Er hat mehrere Gefäße. Und in jedem Gefäß hat er das reingetan, was er wollte. Und wir haben nicht recht, daraus einen Eintopf zu machen. Das wird Gott auch nicht erlauben. Wer versucht, einen Eintopf zu machen, ja, der kriegt Ärger. Jedes Gefäß muss man so lassen und so annehmen und so verstehen, wie Gott es gemacht hat, wie, mit was er gefühlt hat. Und das muss man so akzeptieren und das muss man auch so lassen. Sonst kommt ein Tohuwabohu in Reihen der Christenheit und das ist traurig. Ja, bevor, lasst uns miteinander beten.
Himmlischer Vater, wir loben dich für deine Weisheit, für deinen Ratschluss, für deine Liebe in Christus Jesus, in dem du uns eingesetzt hast. In deinen Sohn, Herr, der am Kreuz für uns gestorben ist, der für uns bezahlt hat, der uns die Erbschaft bei dir ermöglicht hat. Wir danken dir, Herr, dass wir dich loben und preisen dürfen als einziger Gott und Vater. O Herr, leite uns durch dieses Thema. Lass uns das verstehen. Leite uns, dass wir nicht falsch auslegen, sondern wir sollen wirklich nach deinem Ratschluss auslegen, so wie du es gegeben hast. Herr, bewahre uns, behüte uns in diesen schlimmen Zeit der Abfall, der Lieblosigkeit, der Ratlosigkeit. Auch Herr, wir danken dir, wir loben dich und preisen dich. Amen. Ich möchte erstmal die zwei Bibelstellen vorlesen. Und zwar, der erste ist die Jakobus 2,26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Man könnte hier sagen, ja, der Leib ist abhängig von das Leben in ihm, also die Seele und der Geist. Wenn die Seele und der Geist nicht mehr im Körper ist, dann ist das Leib tot. Man könnte das auch so auslegen. Man könnte aber auch richtig so verstehen, dass wirklich derjenige, der nicht von dem Geist Gottes zum Leben berufen ist, der ist im Leibe schon tot. Ja? Und natürlich ist der Glaube ohne Werke tot, das hat Jakobus auch richtig gesagt, aber es ist die Tatsache, dass es diese Aussage nicht für die Gnadezeit, in der wir leben, Priorität hat. Da komme ich auch darauf hin, warum das so ist. Da ist der Paulus sagt aber anders, es ist ganz interessant, in Römer 8, Vers 10, da sagt er, ist aber Christus in euch. So ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also auch wenn der Christus in uns wohnt, auch wenn, denn er sagt ganz deutlich, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, der Geist Gottes wohnt in euch. Aber er wohnt nicht in dem Leib in sich, sondern in deinem Geist, in deinen Herzen. Und er sagt deutlich, das Leib ist tot, weil in diesem Leib die Sünde wohnt. Und Paulus geht noch weiter und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr im Leib fern von Gott seid? Genau weil die Sünde drin wohnt und diese Sünde kämpft dagegen, dass das Gute, was ich will, nicht tun kann. Deswegen kommt der Geist Gottes uns zu Hilfe und bekämpft die Sünde im Leib. Und deswegen ist auch in Römerbrief, wo Paulus sagt deutlich, dass wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Das sagt er in Römer 8, Vers 23, Ende. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn unsere Seele, unser Geist ist erlöst in Christus und wir warten nur die Erlösung unseres Leibes, dass das aus Verweslichkeit in Unverweslichkeit verwandelt wird und dann auch
die Erbschaft antreten, was uns schon gehört. Hier ist das Problem, dass Jesus Christus ist eine Person. Und dennoch sind es zwei. Das ist, was für uns Menschen schwierig ist zu verstehen. Denn Jesus ist der Löwe aus Stamm Juda, ist der König über Israel und in dem Sinne hat er nicht mit den Nationen direkt zu tun. Und er ist der Erstgeborene aus dem Volk Israel. Er ist der Erstgeborene aus dem Volk Israel. Der Erstgeborene in Israel ist immer sehr wichtig gewesen. Wir lesen das ganze Alte Testament und wir wissen, dass der Erstgeborene erbt in erster Reihe. Erbt das, was der Vater hat. Alles gehört ihm. Und der Erstgeborene hat sein Leben lang das Sagen und die Entscheidungen über seine Brüder, über seine Familie und somit über sein Volk, was Israel ist. Der Christus aber ist der Erstgeborene auch im Himmelreich, was auch Jesus ist. Und das macht schwierig zu verstehen, weil es ist eine Person. Aber der Christus, dadurch, dass er der Christus durch seinen Tod und Auferstehung gemacht hat, hat er auch das Erstgeburtrecht im Himmel gekriegt. Und wir sehen, dass Paulus redet nie, dass wir in Jesus sind oder das Zeugnis Jesus haben. Paulus redet in seinen ganzen Briefen und Evangelium über das, dass wir in den Christus sind und der Christus in uns ist. Dieses Erstgeburtsrecht müssen wir verstehen. Es gibt in das Wort ein sehr großes Unterschied. Schaut mal hin, was zum Beispiel in der Offenbarung über die 144.000 geschrieben ist. Ja? Diese sind es, also Offenbarung 14, Vers 4, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, also die 144.000, die auf ihren Stirnen den Namen des Vaters und tragen, ja, auf den Stirnen. Das muss man auch separat zur Kenntnis nehmen, denn wir sind versiegelt im Herz. Durch den Geist Gottes, das sagt Paulus deutlich, und der Geist Gottes ist Pfand in uns, nicht auf unserem Stirn oder irgendwo auf der Seite tätowiert. Ja? Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Aus den Menschen als Erstlingsfrucht. Die sind Erstlinge, die das Erstgeburtsrecht über das Volk Israel haben und die erleben
keine Verwandlung in dem Sinn, wie Paulus über das Leib redet. Da komme ich auch noch dazu, warum das so ist. Denn wir dürfen lesen in Offenbarung 7 den Unterschied, um es zu verstehen. Da stehen Leute vor dem Thron Gottes, vor dem Thron Gottes, die haben ihre Kleider in Blut Jesus selber gewaschen. Und da schreibt hier, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendwie Glut, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das, die 144.000, das Volk Israel, in Fleisch und Blut in das tausendjährige Reich reingeht, das hier auf der Erde ist, und dass das Reich Gottes, Jesus erklärt schon in seiner Lebenszeit hier auf der Erde, dass das Reich kommt auf die Erde, nicht dass das Volk reingeht irgendwo ins Reich, also hochgehoben wird, entrückt wird, sondern das Reich Gottes kommt zu das Volk Israel, hier auf dieser Erde. Und wenn wir Offenbarung lesen, am Ende sehen wir deutlich, dass hier in diesem tausendjährigen Reich dieses Wasserquelle aus dem Thron rauskommt. Und auch laut Prophet, glaube ich, Jesaja, ja, wird das Tote Meer auch wieder lebendig gemacht. Und da werden auch Fische und Tiere da zu finden sein. Aber diese Wasserquelle des Lebens ist notwendig, weil die Menschen hier, die in diesen tausendjährigen Reich gehen nach der Auferstehung, nach der ersten Auferstehung, ja, die brauchen das. Wir wissen, dass in diesem Reich, in diesem tausendjährigen Reich auch das Baum des Lebens, das sind die Blätter, die Krankheiten heilen und so weiter. Also wir sehen, dass hier in Fleisch und Blut eingegangen wird, und man ist auch abhängig immer wieder von das Wasser des Lebens zu trinken, von dem Baum des Lebens zu essen und so weiter und so fort. Aber der Thron wird hier in Israel, Jerusalem sein. Ja, das ist eindeutig geschrieben. Da ist Klarheit gegeben worden im Wort Gottes. Da können wir nicht missverständlich drüber reden, sondern ganz sicher und deutlich, ja, und diese Leute werden nicht eine Verwandlung erleben, sondern in Fleisch und Blut reingehen, ja, und wie das dann auf der neuen Erde sein wird, wissen wir noch nicht. Darüber gibt uns die Bibel keine Auskunft, deswegen spekulieren wir da überhaupt nicht. Aber bei der 144.000 ist über die Erstlingschaft geredet, und da kommt kein Wort dazu. Also das Erstgeburtsrecht zwischen den Brüdern in Israel, denn wir wissen, die 144.000 werden über Israel regieren, genauso wie die 12 Aposteln, die Grundsäulen Israels sind, und sie werden auch nur über Israel regieren. Sie haben auch nur das Erstgeburtsrecht in Jesus. Durch Jesus
über Israel. Also das ist ein irdisches Erstgeburtsrecht, was nicht im Himmel, sondern hier auf der Erde. Natürlich im Himmel ist es anerkannt, aber das geschieht alles hier auf dieser Erde. Deswegen, viele sagen, es gibt so viele Entrückungen in der Bibel. Für mich ist nur eine. Und das ist die Entrückung der Leib des Gemeinde. Weil bei dieser Entrückung eine Verwandlung geschieht. Und da komme ich auch noch tiefer dazu. Die Frage ist, wer geht in dieses Reich Gottes hinein? Und das können wir bei Jesus in den Evangelien lesen, das können wir bei Petrus, Jakobus, Johannes deutlich lesen. Denn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, eins, Nachfolge. Die 144 folgen den Lahm nach. Wir aber nicht. Wir sind in den Lahm drin. Es ist etwas unterschiedlich, jemanden nachzufolgen oder in jemanden zu sein. Es ist ein Unterschied und das können viele auch nicht erkennen. Jesus sagt, wer glaubt und tut, der wird errettet. Wer bis zu Ende ausharrt, wer mir nachfolgt, wer sich selbst leugnet, das sind die Voraussetzungen, um in den Reich Gottes reinzugehen, das auf die Erde kommt. Und wenn in Matthäus 24 geschrieben wird, dass es werden aus dem Judentum, ja, das muss man auch festlegen, aus dem Judentum das Überrest, sie werden entnommen. Das ist keine Entrückung in den Himmel, sondern ist genau das, was mit Philippus passiert ist, als er den Kämmerer tauft und auf einmal wird er da entnommen und auf einen anderen Platz auf dieser Erde wird er befunden. Und er macht dann sein Werk da weiter, was Gott ihm anvertraut hat. Also diese Entnahme, die auch durch die Engel geschehen wird, das heißt, dass von hier werde ich entnommen und in den Sicherheit aber auf der Erde gebracht wird. Und das wissen wir, dass in der Wüste ein Platz von Gott gestellt ist, um sie zu bewahren, 3,5 Jahre. Das lesen wir auch in Offenbarung 12, die Frau, die flüchtet. Und das wissen wir auch, sie haben die Gebote gehalten und sie haben das Zeugnis Jesus. In Christus haben wir aber ein ganz anderes Erstgeburtsrecht. Und das wird nirgendwo in den Bibel auf jemanden angewiesen, nur auf das Leib des Christus. Paulus erklärt hier, sagt in Römer 8, Vers 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Nicht zwischen den Menschen, nicht aus den Menschen, sondern wir haben das Erstlingsgabe des Geistes. Und das ist was Größeres.
Was bedeutet für mich das? Für euch weiß ich nicht, aber das will ich euch, meine Sicht, was Gott mir als Verständnis gegeben hat. Das Erstlingsgabe des Geistes ist eine Erstlingsgabe, ein Erstgeburtsrecht in den geistlichen Welt, in den himmlischen Welt. Erstling zwischen den Söhnen Gottes. Deswegen bringt Paulus diesen Satz bei den Korinther: Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richtet werden? Weil der Erstgeborene in den Himmel, Epheserbrief, ja, das sagt deutlich, dass wir haben die Erbschaft, ja, in ihm. In ihm seid ihr auch nach dem Wort des Wahrheit des Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden, versiegelt worden von dem Geist Gottes, der Verheißung, der Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und von welchem Eigentum spricht? Von den himmlischen Erbschaft, denn Paulus erklärt nicht einmal, dass unsere Schätze, unser Reich, unser Ort des Daseins ist der Himmel und nicht die Erde. Deswegen, Fleisch und Blut kann nicht in Himmelreich, deswegen müssen wir verwandelt werden und gleichförmig sein mit Christus, denn wir sind seine Glieder und wir haben die Erstgeburtsrecht im Himmelreich über Engel und so auch über die ganze Erde. Deswegen werden wir in Christus, mit Christus, durch Christus über die ganze Erde regieren. Aber wir haben eine Erstgeburtsrecht des Geistes. Wir haben das Erstgeburtsrecht in den Himmel und deswegen haben wir in Christus, und das ist wichtig zu sehen, in Christus Jesus. Wir haben das Erstgeburtsrecht in den Himmelreich. Nicht in dem Reich, wo auf die Erde kommt. Natürlich, das ist mit ihm begriffen und deswegen ist es so schwierig, es zu ordnen, wenn man das nicht durch den Geist Gottes verstehen will und man möchte es mit der Vernunft, das zu aufzufassen, geht nicht. Die Erstlinggabe des Geistes ist nirgendwo anders noch als nur für den Leib Christi, als nur in den Evangelien Paulus und nirgendwo anders. Der Paulus ist auch nur der Einzige, der sagt, wenn der Christus in euch wohnt. Hier sagt im Römerbrief nicht, wenn ihr das Zeugnis Jesus habt. Wenn ihr Jesus nachfolgt, wenn ihr an Jesus glaubt, sondern in Römer 8 sagt er deutlich, ist aber Christus in euch. Und es ist nicht nur die einzige Stelle, ja, da könnte man eigentlich viele Stellen, Kolosser, Epheser, durchlesen. Lest mal durch und merkt auf diese Sätze. Alles, was uns bindet, ist immer mit dem Christus. Und wenn er Jesus als Erstname bringt, dann redet er über die Macht, über Herrschaft. Denn es sind eine Person und zwei Aufgaben. Der eine ist der Löwe aus Stamm Juda, einer, der über Israel regieren wird und natürlich die Nationen werden sich beugen dem. Und der andere ist der Lamm, der Christus. Und wenn wir auch Offenbarung 6 lesen,
bei der Öffnung der Siegel, da ist es so, dass der Älteste sagt, Johannes, weine nicht, denn der Löwe aus Stamm Juda, ganz deutlich, ja, aus Israel, aus Stamm Juda, hat gesiegt. Und auf einmal kommt der Lahm. Und der öffnet das Siegel, weil der Lahm hat das Recht, über die ganze Erde Gericht zu halten. Jesus wird sein Gericht über seinen Volk halten und in Christus über die ganze Welt halten. Es ist etwas so Gewaltiges, dass wir mit diesem kleinen Kopf und Hirn nicht auffassen können. Aber wer dieses nicht teilt, dieses nicht in seine, wie soll ich sagen, göttliche Ordnung versteht, der wird alles durcheinander bringen. Und deswegen ist diejenige, die in den Reich Gottes reingehen, die werden vom den Tod ins Leben rüber, weil sie glauben, weil sie tun, weil sie sich selbst verleugnen und ausharren bis zu Ende. Diejenige, in dem der Christus ist, handeln nach der Maß der Liebe. Der Christus ist derjenige, der gute Werke in uns bringt und ins gute Werke leitet. Er leitet uns in Vergebung. 1. Korinther 13, sehr deutlich. Da ist Selbstverleugnung. Ja, da ist alles drin. Ich liebe mich nicht selbst. Ich guck, was für den anderen besser ist. Ich neide nicht. Ich begehre nicht. Weil der Christus in mir das nach außen bringt, das mit Vollmacht ausübt in mir. Aber ich bin hier noch in diesem Leib der Sünde. Und ich seufze in diesem Kampf, wo der Geist Gottes mir vollkommen beisteht. Vollkommen beisteht. Und wenn das Leib erlöst ist, verwandelt wird, und diese Verwandlung ist nur auf das Leib Christi bezogen, auf alles andere nicht. Auf alles andere nicht. Diese ist die einzige Entrückung, die als Entreißung in einer Nu. Alles andere, die zwei Propheten, die gehen langsam hoch. Die Leute werden sehen, dass der Himmel aufgeht und die hoch emporgehoben wird. Man kann sagen, ja, das ist auch eine Art der Entrückung, aber das ist eine Entnahme. Das ist nicht eine Entreißung. Elia ist sichtbar auf diese Karre ins Himmel gefahren worden. Jesus war in verherrlichten Leib. Er wurde nicht abhängig von Zeit und Raum und er konnte selbst hochfahren. Da brauchte er keine Engel oder noch etwas dazu, dass er sich emporhebt. Und die haben ihn nachgeschaut. Lange Zeit haben sie geguckt, wie er dann in den Wolken verschwindet. Aber bei der Entreißung, es geht so plötzlich, da sehen die Leute, etwas ist passiert, da geht was ab. Und sie sehen auf einmal, alles ist verschwunden.
Bei der Entnahme in Matthäus 24 werden die Leute nicht merken, weil sie beschäftigt sind mit sich selbst und mit ihren Leid und was auch immer. Aber diese Entnahme kommt auch plötzlich. Ja, der Philippus hat auch nicht Jahre gebraucht. Ja, wo er entnommen worden ist, da wo er war mit dem Kämmerer, ja, und in den anderen Ort wieder gefunden worden ist, das ist auch ein schnelles Akt gewesen. Es ist wirklich ein sehr großes Unterschied. Bei der 144.000 ist auch geschrieben, und sie folgten den Lahmen nach. Bei denjenigen, die in den Reich Gottes eingehen, die werden geweidet. Die werden gefügt. Und das sind Aussagen, das Paulus für uns nie gebraucht. Weil wir werden weder von dem Baum des Lebens essen müssen, noch von der Wasser des Lebens abhängig sein, weil wir werden in einem verherrlichten Leib sein, weil wir die Erstlingabe des Geistes haben, wir sind Bürger des Himmels. Da, wo der Thron Gottes ist, da, wo Fleisch und Blut nicht eingehen kann. Und wenn wir dieses Erstgeburtsrecht nicht erkennen können und nicht richtend dich ordnen können, dann werden wir alles vermischen. Dann werden wir ein Tohuwabohu daraus machen. Und das soll es nicht sein. Und deswegen ist Jakobus, der die Säule Israels ist, einer der Säulen Israels, sagt, das Leib ist tot ohne den Geist. Denn Jesus selbst sagt, ihr sollt nicht fürchten, die dir das Leib tötet, sondern die Seele. Ja, denn wenn bei der ersten Auferstehung nicht dabei bist, gehst du auch nicht ins Reich, der auf der Erde kommt. Diejenigen, die bei der ersten Auferstehung sind, gehen in diesen Reich, was vom Himmel auf die Erde kommt. Aber das wird hier auf der Erde sein. Und das muss man unterscheiden. Uns hat der Geist, den der Christus erweckt hat, sagt Paulus, aus den Toten, auch uns auferweckt. Dass wir sind Eingeschlafene in Christus. Und diese Unterschiede müssen wir deutlich sehen. Man kann darüber spekulieren und streiten, aber wer das verstanden hat, der hat ein großes Gewinn. Wir sind in Christus, wir sind nicht Nachfolger des Lammes, sondern wir sind das Besitz, das Leib des Lammes. Der Lamm ist in uns und wir sind im Lamm verborgen für eine ganze Ewigkeit und in ihm haben wir das Geburtsrecht des Himmels, nicht auf der Erde, nicht mit Volk Israel zu tun. Deswegen sagt Paulus, es gibt kein Israel und Grieche und Heide, alles ist eins. Wir haben nichts mit Israel zu tun. Und dieses Unterschied muss ein in Christus lebender Mensch, einer, der sagen kann, Christus lebt in mir und nicht mehr ich, weil ich gestorben bin und Christus lebt in mir, muss diese Unterschiede erkennen
ja, einprägen und für Gott danken. Deswegen sage ich, in Christus zu sein, hat man die höchste Stufe der Erbschaft. Denn diejenigen, die die Himmel erben, werden auch über die ganze Welt regieren. Alles, was ihm gehört, gehört uns, weil wir sind eins, eine Einheit. Wir sind nicht Nachfolger. Ein Nachfolger ist es so, du musst immer sehen, wo dein Hirte ist. Du musst immer auf seine Stimme hören. Du musst ihm immer nah sein. Denn wenn du zurückbleibst, ja, wenn du immer weiter zurückbleibst, gehst in der Gefahr, dass die Feinde dich auffressen können. Dann muss der Hirte gehen und dich suchen. Das ist schon gewaltig. Ja, also, aber in Christus sein, da kannst du nicht, sag mal, weit bleiben oder nah sein. Dann bist du in ihm. Da bist du eine Einheit in ihm. Puh, ich hoffe, dass ihr das jetzt verstanden habt, warum Jakobus so redet und Paulus anders redet. Es sind zwei verschiedene Gefäße. Und wer versucht, einen Eintopf daraus zu machen, der geht einen falschen Weg. Das geht ein falsches Weg. Und meine Lieben, deswegen lasst uns in der Liebe bleiben miteinander, auch wenn wir nicht einer Meinung sind. Ich weiß, dass für manche bin ich auf der schwarzen Liste, aber das ist halt so. Ja. Ich bin dankbar für die guten Kommentare, wenn ich weiß und sehe, dass die Botschaft verstanden worden ist. Ich bin bereit, auf Fragen zu antworten, auch vielleicht noch ein neues Video dazu zu machen, in bestimmte Richtungen, wenn Leute, also wenn ihr Fragen habt. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist nicht so einfach, das auch zu erklären. Dennoch, ich hoffe, es ist angekommen und da lasst es mich auch wissen. Meine Lieben, lasst uns weiterhin im Gebet füreinander bleiben. Und ich möchte auch hier danken für jeden, der an mich denkt, auch mich unterstützt. Ich danke auch für die E-Mails, auch für die Anrufe. Meine Lieben, ich bin, sag mal so, nicht nur gesundheitlich so ein bisschen, sondern von der ganzen Situation, was mich umgibt. Ich ja, bin nicht immer so ganz frei, denn auch Gott gibt mir Kraft, auch für dieses Dienst hier, was ich tue. Es ist ein Kampf und da bin ich froh, wenn ihr auch meinen Rücken stärkt. Seid alle fest umarmt und lasst unser Vater in Christus Jesus loben und preisen für das Gute, was wir eigentlich unverdient erhalten haben. Gott segne euch reichlich.